Und vielleicht das auch ein Appell an Herrn Lauterbach, ohne dass er jetzt sofort hochgeht. Herr Lauterbach ist Virologe und Fachmann. Er ist aber auch Politiker. Und er weiß, dass es auch die andere Seite der Medaille gibt. Und es ist alles richtig. Und ich finde auch, dass Deutschland richtig gut durch die Krise kommt. Nur wir dürfen keine Angstmacherei in Deutschland verbreiten. Auch kein Alarmismus. Ich glaube, dass Deutschland weiß und die Menschen auch, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Wenn aber beispielsweise abends nur die Infektionszahlen veröffentlicht werden, ist das schwierig, sondern die müssen in Zusammenhang gesetzt werden. Also was ich damit sagen will, ist, ich erwarte am Dienstag klare Vorgaben, wegen mir auch klare Vorgaben für die Frage, wie ist das mit privaten Feiern, weil wir genau wissen, bei privaten Feiern gibt es die Probleme, übrigens nicht draußen, deswegen müssen Weihnachtsmärkte und so weiter stattfinden. Da kann man auch gerne hart sein bei den privaten Sachen, aber ich möchte nicht, dass dieses Land in Angst versetzt wird, sondern dass die Eigenverantwortung des Einzelnen gestärkt wird unter den Corona-Bedingungen, die wir kennen. Wir haben jetzt die Sorgen der Wirtschaft gehört. Ja. Die Kanzlerin spricht trotzdem davon, die Zügel wieder anzuziehen. Würden Sie ihr dabei pflichten und sagen, wir brauchen möglicherweise eine Obergrenze bundesweit für Familienfeiern beispielsweise oder eine Maskenpflicht im Freien? Ja, auf jeden Fall. Zunächst mal zur Korrektur. Ich bin kein Virologe, Herr Lindemann, sondern Epidemiologe. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, dass man vorsichtig sein muss, dass man denjenigen, die jetzt warnen und konkrete Vorschläge machen, was zu tun ist in den nächsten Wochen, dass man denen Alarmismus unterstellt.